Ja, Freunde, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2. Willkommen zurück. Und ich muss gerade ein bisschen lauter sprechen, weil die Musik hier ist sehr laut. Wir haben ja beim letzten Mal Regimaru abgeschlossen und jetzt würde ich sagen, fange ich einfach mal an hier mit Ayame, mit dem Trainingskurs von Anfang an. Die Story von Ayame wird nämlich auch sehr cool werden. It is the age of the warring states. The old Shogun has fallen and Samurai Warlords fight savage battles for the right to hoist their flags over the great castles of Japan. But far from the battlefield, unseen and unheard, a different breed of warriors ply their deadly trade. Born in shadow, they will die as shadows. They are the ninja. Genau, diese Cutscene hatten wir ja beim Rikimaru schon gesehen. ja, wie gesagt, also es wird die gleiche Story wie bei Rikimaru, aber aus einem anderen Blickwinkel. Das wird interessant. Auf jeden Fall. So, nächste Cutscene. Haben wir aber auch schon gesehen alles. You have learned much, but I would expect that from one raised from childhood to be an Azuma ninja. Now it is time to complete your training. Come into my house. Genau, wir spielen jetzt Ayame, die Frau, und wir fangen wieder ganz von Anfang an mit dem Trainingskurs. Aber ich würde sagen, den machen wir nicht, weil ich bin noch drin im Spiel. Deswegen würde ich sagen, gehe ich direkt zum Meister Shield. Genau. Bei Ayame, die hat andere Moves hier. Guckt euch das mal an hier. Hier, zack, zack, zack. Zack. Die hat andere Moves. Genau, zack. Die hat andere Moves, oh? Nee, das brauche ich jetzt nicht, danke. Das habe ich schon. Das kann ich schon. Ah, genau, die macht auch viel schnellere Schritte, guckt mal. Ja. Muss man mehr aufpassen hier mit Ayame. Ey, die Karte gibt es hier noch nicht. Okay, das ist blöd. Aber jetzt nicht zu ändern. Nee, ich würde sagen, ich gehe direkt zum Haus. Und mach direkt das Level. Wir wollen ja direkt weitermachen. Ja, ich kann endlich wieder Tenchu 2 spielen. Heute ist wieder der Montag. Wieder eine neue Woche hat begonnen, aber ich werde trotzdem zwei Parts am Stück jetzt aufnehmen, weil es halt die ersten sind mit Ayame, ne? Genau. Are you ready, Ayame? I was born ready. We shall see. Schmeißt die Frau in den Abgrund, alles klar. Come back when you can survive as a ninja. Genau. Das erste Level, genau das gleiche wie bei Rikimaru. Wir sollen erstmal unter Beweis stellen, dass wir ein Ninja sein können. So, okay. Wie gesagt, Rikimarus Story endete ja aber damit, dass wir Lady Kagami gekillt haben. Und mit Ayame lernen wir mal die anderen Fürsten des Brennenden Morgen kennen. Aber mehr dazu später. Wir sollen jetzt erstmal hier wieder diesen Trainingskurs absolvieren. Und dieser Typ da dreht sich nicht rum. Das ist nicht so schön gerade. Ja, ich bin heute früher zu Hause, weil halt noch was in meiner Wohnung gemacht wurde und genau so. Jetzt zeige ich euch mal hier den den Kill von unten hier. Der sieht nämlich so aus. Zack. Klack und nochmal den Hals durchschlitzen. Okay. Auch nicht schlecht hier. Ja, wir spielen halt diese Frau oder dieses Mädchen. Und die ist viel flinker als Rikimaru, habe ich das Gefühl. Ja, hier unten ist der nächste Gegner. Schaut euch das an. Da ist der Typ. Da ist der Typ. Aber der steht falsch rum. Das ist nicht so schön. Ich mache jetzt nochmal das erste Level. Also ich will natürlich bei jedem Level Großmeister schaffen. Ist klar, ne? Wenn es denn irgendwie geht. So, kann ich... Nee, das bringt nichts. Nein! Boah! Alter!
Was war das denn? Boah, das ist knapp, ey. Scheiße, Mann. Hä? Also ja. Aber, hä? Ist da in der Richtung Gegner? Hä? Das verstehe ich nicht. Ah, ist egal. Den hier habe ich gekillt. Ja, wie gesagt, da wurde ich schon fast entdeckt. Aber zum Glück sind diese Typen hier blöd. Genau wie der da vorne. Oh. Hey! Genau wie der da vorne. Der steht nämlich nur da und guckt die Wand an. Aber wenn ich da jetzt hinlaufe, dann dreht er sich um, wa? Ah ne, hier. Das ist der Kill von hinten. Ja, ja, mal zwei kleine Schwerter statt ein großes. Das ist auch noch sehr interessant zu wissen. Hier laufe ich einfach drüber. Und hier auch, zack, da kommen die Pfeile raus. Genau, oh, wahrscheinlich war das der hier, den ich eben gesehen habe. Okay, so. Ah, fuck. Egal, komm. Ah, die schneidet, glaube ich, keine Köpfe ab hier. Die Arme hier unten. Wenn man da reingeht, dann kommt Gas raus. Will ich nicht unbedingt probieren. Und jetzt kommt wieder der Typ hier. Ich glaube... Ja, 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 komm, 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 komm. So. Zack. Nee, die killt, die schneidet auch keine Körperteile ab, habe ich das Gefühl. So, jetzt nämlich hier. Hier ist nämlich noch einer, hier oben. Seht ihr das da? Da ist so ein Loch. Und das da, das ist eine Falle, genau. Eine Sperrfalle, das heißt, wenn wir da drauf landen, genauso wie jetzt, kommt da ein Speer raus. Und wenn der uns trifft, dann hört man uns natürlich. Sollte man vermeiden, auf jeden Fall. Oh Mann, so. Ja, Ayami. So, da ist der nächste Typ. Und er dreht sich schon rum. Er möchte gekillt werden. Und zack. Das ist der Kill von oben. Auch geil. Also ich finde die Kills von Ayami sehen irgendwie stylischer aus als die von Rikimaru. Wobei dieser Kill von unten bei Rikimaru auch echt was hatte. Wenn dieses zack, zack, bam. Oh, das ist wieder diese Bombe da. Ich probiere jetzt mal was aus. Kann man die auch mit dem Schuriken? Ah ja! Die kann man auch mit dem Schuriken aktivieren. Ach so ist das. Ja, das ist natürlich krass. Wusste ich nicht. Dann hätte ich bei Rikimaru auch machen sollen. Einfach einen Schuriken reinschmeißen statt eine Granate. Weil... Hätte mir einige Items gespart, aber naja, ist ja egal. Komm, so, jetzt geh du hier runter. Und zack, genau. Ja, wie gesagt. Sind wir genau wie bei Rikimaru hier im Wasser. Und yes. Wir gehen den gleichen Weg. So. Schwimmen auch wieder hier unten durch, so wie vor ungefähr 2 Wochen. Ey, wo bist du? Ach, da. Okay. Oh mein Gott. Boah, geh direkt runter, ja, ne? So. Dieser Typ, ne? Mit den Sichelhänden. Möchte gern tot. Nein! Scheiße! Ich wollte eigentlich das erste Level perfekt machen, ey. Och, dieser Spasti. Ich wollte mir eigentlich das Item hier holen, verdammte Kacke. Naja, das werde ich dann wahrscheinlich wieder nachspielen. Oder? Nee, keinen Bock drauf jetzt. Nee, im Moment nicht. Ach, dieser Scheißtyp hier. Boah. Oh. Genau so will ich dich hören. So. Und du? Wieder die falsche Taste gedrückt. Verdammte Scheiße, ey. Das ist doch ein Fail-Part, Alter. Zweimal entdeckt werden im ersten Level. Was ist das für ein Schrott?
Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Ne, das erste Level werde ich definitiv nochmal wiederholen. Aber offscreen, ja. Weil das war doch eben wieder ein echt blöder Fehler hier. Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt, ey. Oh Mann. Sieht er mich, wenn ich jetzt hochgehe? Wahrscheinlich, ja. Oh, was soll das, ey? Es geht schon wieder los, ey. Wobei ich sagen muss, Ayame ist, finde ich, schwerer. Also, schwerer zu steuern vor allem. Weil die halt kleiner und flinker ist, ne? Und mehr Schwertschläge austeilt mit ihren kleinen Schwertern als mit Rikimaru, der nur dreimal schlägt. So, ich probiere es jetzt. Ich probiere es jetzt so. Weil ich spiele das Level eh nochmal. Also, ja. Ich werde das Level nochmal spielen. Aber dann offscreen. Ne? Genau. Und den hole ich mir jetzt so. So, zack, zack. Genau. Ja. Ich werde das Level jetzt offline spielen nochmal. Und einfach... würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier wieder, ne? Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. Ich habe das Level jetzt nochmal gespielt. Und ich glaube, ich habe alle gekillt. Und genau, ja, tut mir leid für den großen Schnitt, aber das war ja schon echt krass gerade, dieser Fehl, ne? Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Cutscene an. You have survived the training. You are now an Azuma Ninja, Ayame. But you still have much to learn. That's great. I mean, thank you for the honor. Yes, genau, da ist es, Großmeister. So, ja. Ja, wie gesagt, die Ayame hier, die ist ein bisschen die enthusiastischere oder die motiviertere. Und die hat manchmal ein größeres Maul als Rikimaru, wobei das dem Umstand geschuldet ist, dass sie ein bisschen jünger ist, ne? Und die Jüngeren, ne? Die haben ja ein bisschen größere Klappe, so wie ich auch damals. Aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir jetzt mal an, wie es weitergeht. Mountain Bandits are hiding in an abandoned village near here. When night falls, you must chase the bandits away. But Master, bandits? They're filthy. Have you ever smelled one? Ick! Ayame. Just kidding. I'm going. Ja, Ayame soll, wie bei Riki war auch, Bergbanditen killen, aber dafür abends. Und sie will da nicht hin, weil... okay, krass, ich habe jetzt schon jede Menge Items hier. Weil halt sie sich vor Banditen ekelt. Genau. Ja, guck mal, was ich hier noch habe. Ich habe hier so einen Explosionspfeil. Und hier so ein Tarnanzug. Das ist sehr geil, weil ja, da gibt es auch bessere Items, finde ich. Also, ja, nicht bessere, aber zumindest gleichwertigere Items wie bei Rikimaru. Aber ich wundere mich jetzt gerade, warum ich zwei habe. Naja, das ist ein bisschen komisch. egal. Ich würde sagen, ich mache einfach mal Beginn hier. Ich fange einfach mal an. So, ja, genau. Wir sind auf der gleichen Map wie Rikimaru, aber... wir fangen woanders an. Und schaut mal an, die Banditen, die sehen anders aus. Die sind blau. Aha. Und bei Ayame muss ich ein bisschen... oh, da ist direkt ein Unschuldiger. Da ist direkt ein Unschuldiger, der wieder so tut, als wäre der ein Gegner. Geiler Unschuldiger, ey. Ich frage mich gerade echt, kann ich hier raus? Nee, kann ich nicht. Ist da... das ist aber die gleiche Karte, glaube ich sogar, ja. Bei Ricky... hier sind Eulen, okay. Gab's bei Rikimaru auch nicht. Das liegt aber daran, weil es Abend ist. Genau. Es ist Nacht. Und das merkt man auch schon an den Hintergrundgeräuschen. Bei Rikimaru war da so ein komischer Vogel im Hintergrund. Ah, hier ist keiner. Okay. Und bei Ayame ist es halt hier so eine Eule. Genau. Also sehr detailverliebt, das Spiel. Doch, ja. So, dann würde ich mal sagen. Ach
die Steuerung mit Eiern ist ein bisschen... Was? Wo? Ach, da, okay. Alles klar. Nein! Oh, was, die gehen bestimmt behinderte Routen hier, ey. So, zack. Hol ihn runter, so. Alles klar. Ne, der Kopf trennt sich nicht ab bei Eiern. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist dem Umstand, glaube ich, geschuldet, dass sie zwei kleine Schwerter hat, statt ein großes. Ne? Da ist nur dieser... Dieser Unschuldige, ne? Ja. Oh, okay. Ne, gut, dann suche ich auch hier mit Ayame diese Itembox. Weil hier gibt es auch die Itembox, wie es auch bei Rikimaru gab. Sind die gleichgesetzt? Ich weiß es nicht. So, wo ist dieser... Ach, da ist der Typ, den ich bei Rikimaru gesucht habe. Der ist hier bei Ayame, okay. Soll ich euch mal den Brandpfeil demonstrieren? Kann ich gerne mal machen, Augenblick. Das ist halt ein Pfeil. Den schmeißt die. Und dann... Boah, das killt fast einen ganzen Gegner, okay. Das ist schon krass. Und der macht halt sehr viel Schaden. Ne? Aber das war jetzt nur Demonstration. Den killen wir natürlich als Ninja, ist doch klar. Also Ninja-mäßig. Das heißt wegmeucheln. So. Oh mein Gott. Alter, der hat sich fast umgedreht, ey. So. Hi. Da ist noch einer. Ah, da oben. Seht ihr das? Was hat denn der für eine Waffe überhaupt? Was hat der für eine Waffe? Oder kann er sich keine leisten? Ja, ich weiß, der Job, der ist mir scheiße bezahlt, aber... Da muss man auch wenigstens sich eine Waffe leisten können, also erstmal ehrlich. Wo kommen wir denn da hin? Hängt der dann bald bei RTL oder was? Naja, egal. Ich würde sagen, es geht mal hier weiter. Wo ist der Gegner? Da vorne ist der Gegner. Nein, das ist kein Gegner, das ist eine Patrouille. Eine Gegnerpatrouille, die unschuldig ist. Naja. So, da oben. Bogenschütze, genau. Ah ja, genau jetzt dreht er sich rum. Shit, Mann. Oh, sieht der hässlich aus, Alter. Gargamel 2, boy. Den würde ich auch nicht gerne in der Nacht begegnen wollen, diesen Typen, ey. Krass. Ist das hässlich, Alter. Meine Fresse. So, komm. Und einmal hier. Genau. Die schreien auch anders, wenn die sterben. So, sehe ich hier schon einen? Nee. Tue ich nicht. Oh mein Gott, ach, der Unschuldige. Fuck, Mann. Der scheiß Unschuldige. Die unschuldige Patrouille, ey. Warum? Aber das zählt, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Zählt das? Wenn man von Unschuldigen entdeckt wird? Wir werden es ja gleich sehen. So. Das hat auch alles einen Vorteil, ne? Boah, Alter. Wenn man von Unschuldigen entdeckt wird, hat das den Vorteil, dass man dann erfährt... Da! Da ist noch so eine Patrouille. Dass man dann erfährt, ob das zählt, wenn man von Unschuldigen entdeckt wird oder nicht. Aber ich glaube nicht, oder? Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch nur, wenn die Gegner einen entdecken. So, bei Rikimaru war die Kiste hier. Ich schau mal, ob die Kiste, ob die gleichgesetzt ist. Nee, die ist hier nicht. Die ist hier nicht. Das heißt, wir müssen woanders suchen. Okay, das ist blöd. Ich dachte nämlich, die werden gleichgesetzt. Naja. Ja, da ich ja jetzt einmal entdeckt wurde, ne? Muss ich jetzt alle Gegner killen. Und zwar mit dem da vorne anfangen. Der rennt doch schon so komisch da rum. Ja, komm schon.
Ah, oh, die Gegner hier laufen auch viel auf Schrägen. So, ein Moment. So. Dann haben wir das hier. Genau, Ayamis Ziel ist ja hier links, ne, glaube ich. Nein! Oh mein Gott! Boah! Gar nicht gesehen, den Typen, ey. Ah ne, hier ist Rikimarus Ziel, genau. Da muss ich hier hin. Gar nicht gesehen, den Typen, ey. Scheiße, Mann. Was hast du wieder knapp, ey. Ich habe so ein Glück in diesem Spiel, das gibt's gar nicht. Oh, oh, da ist der andere. Der läuft diesmal hier runter. Okay, das ist eine blöde Position jetzt. So, und zack. Genau. Bei Rikimarus Ziel komme ich hier nämlich nicht weiter. Na? Hier war ja der... Der Anführer der Diebe war ja hier drin mit dieser Frau. Mal gucken, ob die noch da ist. Ne, die ist jetzt weg. Okay. Ach nee, stimmt. Rikimaru hat den ja schon gekillt. Wir gehen ja nach Rikimaru hier hin. Na? Weil der war ja heute Morgen. Der war ja schon morgens da. Und wir sind jetzt am Abend hier. So. Oh, diese Eule, Alter. Richtig scary. Naja. Boah! Alter, wie krass. So, komm schon. Nein, dreh dich nicht! Boah, was war das denn wieder? Alter Schwede, so. Da, ah, guck mal. Da ist ein Grafikbug und der Grafikbug sagt uns, dass der Gegner pennt. Alles klar. Dann. Wow, nein, Ayame. So und zack. Genau, das ist der Stechmove von Ayame. Aber ich habe keine Itembox gefunden. War das, ist das vielleicht, oder, ah, da ist er, da ist er, da ist er. Geil, das ist die Itembox und? Ja, das ist wie bei Rikimaru. Das Gegengift, okay. Ja, das ist auch logisch, ja, dass man hier das gleiche findet. So, da ist der. Der Spasti, ey. Alter, diese Steuerung. So. Ah, war das bei Ayame, wo hier ein Gegner ist noch, ne? Ich warte schön ab. So, jetzt, ey. So. Dreh dich jetzt nicht rum, ey. Ey, hallo. So, zack. Nein, 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 hier ist nicht, hier ist keiner, hier ist keiner. Nein, Mann! Wo, was? Wie? Warum hat er mich da entdeckt, ey? Oh, Mann, 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 Mann. Das ist doch eine Shit hier. Das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer. Naja, Großmeister wird das jetzt nicht mehr. Bei Rikimaru ist das besser gelaufen, definitiv. Der klettert wieder da hoch, okay. Und lässt sich vom Feuer abfackeln, oder was? Nee. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht der denn da, ey? Was geht der für eine Route? Alter! Ich hätte jetzt gerne ein Blasrohr, ey, ganz ehrlich. So, jetzt, 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 jetzt. Ja, Gott sei Dank. Da ist aber noch einer. Schaut mal. Nein. Die Richtung. Hä? Ah ja. Ah, hier ist der Gegner, da hinten. Den meinte ich, den habe ich doch bei Rikimaru gesucht. So, und komm. Jawohl. So, okay. Aber das reicht, glaube ich, nicht für Großmeister. Nee, also die Story von Ayame ist, glaube ich, schwerer. Ja, die ist schwerer als bei Rikimaru. Weil halt mehr Gegner und noch schwerere Steuerung und... Hier kommt jetzt der erste Gegner. So, Cutscene.
Look here, a pretty little flower among the weeds. You're the head idiot around here, aren't you? I am the mighty Boron. I lead the mountain bandits. Knew it. Huh? How? I'll tell you in a minute. Boah, was ist das denn für ein Typ, Alter? Richtig ekelhaft. Naja, komm jetzt hier. Und zack. Ui, shit, man. Der schwingt sein Etwas. Naja, gut, okay. Boah, das ist... Die wären alles ab hier. So, zack, zack, zack. Zack. Und genau. Und weiter drauf hier. Oh, fuck. Du mit deinem Ding, ey. Mann. So, komm schon. Was ist der blöd? Ah, nein! Oh, fuck! Alter! Das meine ich halt. Die Gegner bei Ayame sind so schwer. Es kann sein, dass ich... Oh, der hat schon Gas, okay. Warum hat der Gas? Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf! Nein! Alter, nein, 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 nein! Oh, was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Wichser. Das war so ein geiles Game, ja? Oh, Mann, ey. Ja, ich lese auch immer das vor. Mein Feuer brennt im Licht. Mein Haar ist lang und zottlich. Aber mein Herz ist klar und der Mond wird die Nacht nicht erleuchten. Ach, dieser große Etwas, ey. Wir sehen uns da gleich wieder. Ich spiele das Level nochmal, ja. Also, oder ich laufe durch. Ich laufe einfach durch, ja, genau. Also, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich bin einfach durchgelaufen, weil ich hatte da jetzt wirklich keine Lust drauf. Ich will jetzt so schnell wie möglich wieder hier diesen Typen besiegen. Dieses mit seinem Ding. Oh, ey, der trifft mich aber auch immer so krass, ey. Oh, ich mache hier mal ein Safe State, ja? Ey, das gibt's ja wohl nicht. Ey, ich brauch... So, trink das. So. Und zack. So, da hast du. Basti, Alter. Blöd, Mann, echt. So. Und zack. Oh, dieses Kampfsystem mit Ayame, das ist doch... Boah, ey, Alter. Alter, jetzt geh da drauf hier. Oh, Alter, das gibt's ja wohl nicht. Oh. Trink das. So. Oh mein Gott. Oh. Alter, das ist ja krass hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack. Ein Hitpoint. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes. Oh, geschafft, ey. Wir haben den Riesen besiegt. Gott sei Dank, ey. Beim zweiten Versuch. I knew you had to be in charge because you stink worse than the others. Er stinkt, ja, wir wissen's. Oh man, ja, Ninja, komm, ist egal. Das drücke ich mal schnell weg, weil es wird wieder besser, hoffe ich mal. Das war jetzt einfach nur, weil ich durchgelaufen bin, ne? Das hatten wir ja bei Rikimaru hatten wir das auch einmal, aber ich glaube, da war es das vierte Level. Blöd gelaufen, naja, immerhin aber die Itemkiste. So, der rote Lotus kommt. Dann schauen wir mal. What are you two doing here? My students, rebellion has broken out in the House of Goda. Our honorable Lord Goda is in danger from his own uncle, Sire Motohide. If the Lord we serve falls to a dishonorable traitor, we, Azuma Ninja, will stand for nothing. Go to Goda Castle and protect Lord Goda with your lives.
This is the ancestral sword, Izayui, the spirit of the Azuma Ninja. Tatsumaru, it is yours. Today, you replace me as Master Ninja. May honor guide your hand. Master, but... No! The powerful must know when to pass along their power. As you three graduate to new roles, I also ascend. Very well, I obey. Yes, Master. Ja, die haben wir ja schon gesehen, ne, die Cutscene. Die auch. Aber zum Genießen nochmal. Please, don't kill me. We're here to help. Thank goodness. His lordship is still inside. So are Lady Kay and Princess Kiku. Let's go! Ayame, find Lady Kay and the princess. Rikimaru, come with me. We must rescue Lord Goda. Genau, da geht's los. Da, Lady Kay in Gefahr. Ja, wir sollen Lady Kay und Prinzessin Kiku aus dem Schloss befreien. Genau, wir gehen jetzt alleine. Tatsumaru und Rikimaru haben sich hier zusammengetan, was wir auch beim letzten Mal gespielt haben. Und genau, das hier, das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Das ist einfach nur so ein Tarnanzug wie bei Harry Potter so ein bisschen. Und das hier unten, Schlafgas, werde ich jetzt auch nicht unbedingt brauchen. Ich würde sagen, ich nehme mal die Standard-Items mit. Und würde ich sagen, starten wir das Level. Und aber, bevor ich das Level starte, mache ich hier nochmal einen Cut rein, weil ich mache ja ein Level pro Part. Also bis gleich dann. Ja, da sind wir wieder bei Tenchu 2. Und genau, wir waren ja beim Level Lady Kay in Gefahr. Und wir haben uns ja getrennt und wir sollen jetzt hier uns auf der anderen Seite des Schlosses einmal umschauen. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. So. So, wo sind denn jetzt hier die Gegner? Also dieses Level ist auch ein bisschen verwirrend. Weil da kann man auch reingehen. Und so. Ich würde sagen, wo sind hier die Gegner? Also hier sind diese grünen Gegner. Ah, das ist eine unschuldige. Hatten wir bei Rikimaru auch noch nicht, dass es hier Unschuldige gibt. Also in diesem Level zumindest. Das sind diese chinesischen Frauen da. Ich wollte einfach nur gucken, ob da die Itembox ist, aber die ist da nicht. Okay, dann bin ich schon wieder weg. Fühl dich bloß nicht gestört hier. Lauf in Ruhe deine Route weiter. Ah, schaut mal, wen wir da haben. Unsere grünen Freunde. So, von Rikimaru. Und zack, boah. Das Blöde bei denen ist halt auch, die haben auch keine Items. Das heißt, man kann die nicht bestehlen. Das ist schade. Aber erstmal nicht zu ändern. So, ich würde sagen, hier kann man nämlich auch aufs Dach. Das möchte ich aber nicht. Wir müssen nämlich hinten rein. Genau, wir kämpfen uns jetzt quasi von draußen in das Schloss vor. Ne, hier komme ich her. Okay, das ist blöd. Ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich da anfangen soll. Da ist nämlich diese Unschuldige drin. Genau die. Und wenn die uns sieht, dann... Ich weiß immer noch nicht, ob das als entdeckt zählt. So, aber hier ist der Eingang zum Schloss. Und da ist direkt ein Gegner. Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott! Alter, schaut ihn euch an. Da ist er doch. Wie cool er dahergeht, ey.
So, zack. Genau. Und ich glaube, hier ist die Unschuldige. Kann das sein? Oder was ist das hier?